herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zum vorerst letzten Videogottesdienst. Damit habe ich keine Verträge. Wenn jemand so etwas sagt, möchte er zum Ausdruck bringen, das geht mich nichts an. Das interessiert mich nicht. Etwas anderes ist es, wenn ich sage, mir geht etwas zu Herzen. Im heutigen Predigttext geht es darum, dass jemandem etwas zu Herzen geht. Beginnen wir den Gottesdienst mit einem stillen Gebet. Unsere Hilfe und unser Anfang steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Bekennen wir vor Gott unsere Schuld. Ach Gott, wir haben erlebt, wie unsere Gesellschaft zusammenhielt, solidarisch war. Und wir erleben gerade, wie dieser Zusammenhalt sich langsam auflöst und der Egoismus sich breit macht. O Gott, warum sind wir uns so fremd? Leben wir oft nebeneinander her? Warum interessieren wir uns so wenig füreinander? Warum bleiben so viele einsam? Amen. Ich lese die Weisung aus Galater 5, 22 bis 26. Der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Gegen all das hat das Gesetz nichts einzuwenden. Nun, wer zu Christus Jesus gehört, hat seine irdische Gesinnung ans Kreuz genagelt, mit allen Leidenschaften und Begierden. Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, dann gilt, an diesen Geist heraus wollen wir auch unser Leben führen. Wir sollen nicht überheblich auftreten, an anderen nicht herausfordern und nicht neidisch aufeinander sein. Sei keimender Same, sei sicherer Ort.
Bitten wir Gott um seinen Heiligen Geist. Gott, dein Wort soll mich führen und leiten in allem, was ich denke, tue und erlebe. In allem auch, was mir an Schlimmem passiert und woran ich schwer zu tragen habe. Gott, ich nehme dich beim Wort. Du willst bei mir sein, mir beistehen und helfen. So bitte ich dich, dass dein Wort mein Herz erreicht. Die Lesung ist aus Epheser 3, 14 bis 21. Noch einmal, das ist der Grund, weshalb ich vor dem Vater meine Knie beuge. Jedes Volk im Himmel und auf der Erde erhält seinen Namen von ihm. Er soll euch so ausstatten, wie es dem reichen Schatz seiner Herrlichkeit entspricht. Durch seinen Geist sollt ihr euch in eurer innersten Überzeugung festmachen. Denn Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen und ihr sollt in der Liebe verwurzelt bleiben und unerschütterlich an ihr festhalten. Sie in ihre Breite, Länge, Höhe und Tiefe zu erfassen, dazu sollt ihr befähigt werden, zusammen mit allen Heiligen. Und ebenso dazu, die Liebe von Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr Anteil bekommen an der Gegenwart Gottes, die alles erfüllt. Dank sei Gott, der die Macht hat, unendlich viel mehr zu tun, weit mehr als alles, was wir von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So groß ist seine Macht, die er in uns wirkt. Er regiert in Herrlichkeit in seiner Gemeinde, das heißt in der Gemeinschaft derer, die zu Christus Jesus gehören. Das gilt für alle Generationen. Auf immer und ewig. Amen. Bei uns ein Verbrechen.
Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Was für Gefühle kommen bei euch auf, wenn andere, zum Beispiel eure Eltern, ihr Versprechen nicht einhalten? Ich wäre wütend auch, weil die Person damit mir ja auch etwas Schlechtes getan hat. Ich wäre auch traurig, weil ich mich darauf vielleicht gefreut habe. Ja, ich auch. Meine Eltern, ich habe noch nie mitbekommen, dass meine Eltern mich eingelogen haben, aber ich glaube nicht, dass sie das auch machen, aber ich wäre auch traurig gewesen. Dann ist das schon ein bisschen traurig, weil man hat sich auf Sachen gefreut und die gibt es dann halt einfach nicht und dann ist das echt doof. Ja, dann wäre ich wütend, sauer, enttäuscht und würde mich halt ein bisschen darüber aufregen, dass meine Eltern halt nicht das Versprechen einhalten, was ich ihnen halt anvertraut habe. Und wenn die das irgendwie dann sagen, vielleicht schämt man sich ja auch dafür und da findet das dann auch nicht so gerade passend im Moment. Warum halten Menschen sich nicht an Verträge? Kennt ihr Gründe, warum Leute das nicht machen? Zum Beispiel Egoisten, dass sie nur an sich denken und dabei gar nicht an andere denken. Oder wenn einer jemandem etwas Schlechtes tun will und den damit ärgern will, dass er sich vorher darauf freut, aber dann es doch halt nicht macht und dann ist man ja auch traurig. So. Also vielleicht, weil die es dann denken, es bringt uns eh nichts mehr, dann tun die das, dann wollen die das einfach nicht mehr und dann machen die das nicht mehr. Also dann wollen die das gar nicht mehr machen. Oder wenn die auf einmal keine Zeit mehr dafür haben oder irgendwas anderes, ich sag mal, Wichtigeres machen wollen. Oder wenn sie dann denken, dass das für uns eh nicht so wichtig ist und wir das gar nicht mehr wissen, dass sie uns das versprochen haben. Vielleicht, wenn man erpresst wird? Auch erpressen, wenn man halt keine Zeit hat oder es vergisst, das passiert ja auch manchmal, weil es sind Menschen und Menschen vergessen halt öfters Sachen oder man halt einfach, ist einfach der falsche Zeitpunkt dafür, also ja, zum Beispiel wenn man hat kein Geld. Noch was dazwischen kommt oder so, was Wichtiges. Ja, zum Beispiel ein Tod in der Familie oder so, man muss zu einer Beerdigung. Vertraust du noch jemanden, der sein Versprechen nicht eingehalten hat? Was müsste passieren, damit du so jemanden wieder vertrauen kannst? Also ich, mich lügt, glaube ich, manchmal oder selten meine Freundinnen manchmal an, aber wenn die mich dann immer anlügen oder halt dann vertraue ich denen auch manchmal auch nicht mehr, aber wenn die das wieder gut machen wollen, dann müssen die einfach aufhören, mich anzulügen. Ich würde, wenn jemand mich anlügt, würde ich gucken, ob das ein sehr ernstes Versprechen war. Wenn es ein sehr ernstes Versprechen war, was er gebrochen hat, dann wüsste man ja nicht, ob die Person daraus gelernt hat und es nicht nie wieder tut oder nochmal tut. Oder wenn es halt nicht so ein ernstes Versprechen war, dann ist man vielleicht schon traurig, aber danach würde ich denen wohl wieder vertrauen. Und um die wieder zu vertrauen zu können, würde ich vielleicht Kompromisse schließen, womit dann beide Parteien einverstanden sind. Also ich finde wohl, wenn man es einmal passiert, ist es nicht schlimm, dann kann man sich ja entschuldigen. Aber wenn der jedes Mal das hat, dann finde ich, dass das nicht mehr gut ist. Also, dass er das wieder gut macht und dass er es halt nicht nochmal macht und ja. Also, dass er das halt dann nachholt, das Versprechen, halt zum Beispiel, dann kauft er vielleicht nächste Woche das, was er dir besorgen soll. Oder, keine Ahnung, gibt er dir dann das Bonbon, den Keks oder so, keine Ahnung. Oder wenn ich dem jetzt Geld gebe und er dann das Kaufen davon sollte, dass er das dann von seinem Geld bezahlt oder so, weil er das dann halt vergessen hat. Dann geht's auf seinen Nacken. Als Predigtext lese ich uns Jeremia 31, 31 bis 34 nach der Züricher Bibel.
Siehe, es kommen Tage, Spruch des Herrn, da schließe ich einen neuen Bund mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, an dem Tag, da ich sie bei der Hand nahm, um sie herauszuführen aus dem Land Ägypten, denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich mich als Herr über sie erwiesen hatte, Spruch des Herrn. Dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen. Spruch des Herrn. Meine Weisung habe ich in ihre Mitte gegeben und in ihr Herz werde ich sie ihnen schreiben. Und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Dann wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner seinen Bruder belehren und sagen, er kennt den Herrn, sondern vom Kleinsten bis zum Größten werden sie mich alle erkennen, Spruch des Herrn. Denn ich werde ihre Schuld verzeihen und an ihre Sünde werde ich nicht mehr denken. Damit habe ich keine Verträge. Eine saloppe Formulierung, gesagt wird damit, ich will nichts damit zu tun haben. Wenn es immer so einfach wäre, liebe Gemeinde. Handyvertrag, Arbeitsvertrag, Mietvertrag, Ehevertrag, Versicherungsvertrag, Vertrag mit der Bank, mit dem Autohaus, mit dem Möbelgeschäft. Als Erwachsene machen wir im Laufe unseres Lebens ganz schön viele Verträge. Ein Vertrag ist die von zwei oder mehr Rechtssubjekten erklärte Einigung über die Herbeiführung einer Rechtsfolge. Es besteht aus mindestens zwei zustimmenden Willenserklärungen. Der Vertrag ist für den Einzelnen das wichtigste rechtliche Mittel zur Gestaltung der eigenen Lebensverhältnisse. Auf gut Deutsch, wir kommen im Leben nicht drum herum, uns mit anderen Menschen zu einigen. Ein anderer und ich vereinbaren miteinander etwas und dann müssen wir uns beide dran halten. Und wenn es um was Wichtiges geht, ja, dann schreiben wir das auf. Halte ich mich nicht an die Vereinbarung, zieht das Konsequenzen nach sich. Vertrag ist Vertrag. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Das wissen selbst unsere Kinder. So gesehen ist ein Vertrag auch ein Eingriff in mein Leben. Ich lege mich fest. Ich habe mich gebunden. Ich gebe ein Stück Freiheit auf, weil ich mir davon etwas erwarte. Ich gehe 40 Stunden die Woche zur Arbeit, damit ich ein sicheres Einkommen habe. Das Einkommen wiederum nehme ich ja, beispielsweise, um einen Handyvertrag abzuschließen oder um mich im eventuellen Fall zu versichern. Einen Versicherungsvertrag schließe ich ab und so weiter. Mit am einschneidendsten ist die Ehe, auch ein Vertrag, eine Vereinbarung zweier Menschen. Beide versprechen sich etwas, gehen miteinander einen Vertrag ein, eine Abmachung ein, nämlich füreinander da zu sein, in guten und in schlechten Tagen, wie es so schön heißt, bis der Tod uns scheidet. Zwei schließen einen Bund fürs Leben, einen Ehebund. So einen Bund zu lösen, eine Ehescheidung, ist ein einschneidendes Ereignis. Meist gehen schwere Verletzungen voraus, Vorwürfe, heftige Auseinandersetzungen. Ein Mann und eine Frau oder eine Frau geht fremd und bricht so die Ehe. Und oft eskaliert der Streit mit und nach der Scheidung. Vor allem, wenn Kinder aus der Ehe hervorgegangen sind. Am Ende steht die Sprachlosigkeit, man hat sich nichts mehr zu sagen. Im Raum stehen die nicht aufgearbeiteten Verletzungen. Zukünftig geht man getrennte Wege. Verträge greifen in unser Leben ein, aber ohne Verträge wäre ein Leben in unserer modernen Gesellschaft gar nicht möglich. Verträge regeln unser Zusammensein.
Wir alle halten uns mehr oder weniger gut an die Distanzregeln, tragen Mund-Nasen-Schutz in Geschäften, damit möglichst wenige sich anstecken und auf einer Intensivstation landen und sterben. Manche von uns sind jung. Das Risiko, selbst schwer zu erkranken, ist denkbar gering. Trotzdem schränken diese jungen Menschen sich ein im Interesse anderer. Ein Solidaritätsvertrag, der in den letzten Wochen und Monaten wirklich gut geklappt hat. Mittlerweile demonstrieren einige dagegen, sehen sich vom Staat gegängelt, halten den Virus für harmloser, als alle sagen. Sie haben nicht mehr das Vertrauen in die Regierenden. Übrigens Vertrauen. Vertrauen ist auch so ein wichtiges Element bei einem Vertrag. Ein Vertrag schließe ich ja nur, wenn ich darauf vertrauen kann, dass der Vertragspartner sich auch an den Vertrag hält. Entweder freiwillig oder aus Angst vor den Konsequenzen eines Vertragsbruchs. Im Bibelabschnitt für den heutigen Sonntag sind wir mittendrin in Vertragsverhandlungen. Gott und das Volk Israel haben einen Vertrag geschlossen. Ein vor vielen Generationen geschlossener Vertrag. Gott hatte Israel aus Ägypten befreit. Die Initiative war also von Gott ausgegangen. Gott bindet sich an Menschen, an eine kleine Truppe. Zuerst verpflichtet er sich erst einmal, geht ein Wagnis ein, hofft auf Gegenliebe, bietet an, erwartet eine Antwort, erhält Zusagen und Versprechungen, die aber dann wieder gebrochen werden. Das Volk Israel geht fremd, lässt sich auf andere Götter ein, nimmt die Vereinbarungen nicht ernst, verliert das Vertrauen zu Gott, missachtet die Rechte der Schwächsten in der Gesellschaft. Es ist wie bei der Ehe. So ein Vertrag zwischen Gott und seinem Volk will gelebt werden. An ihn soll man sich jeden Tag neu erinnern. Geschieht das nicht, schläft er ein. Wie in einer in die Jahre gekommenen Ehe. Man verliert sich aus den Augen, man entfremdet sich. Am Ende hat man sich nichts mehr zu sagen. Was bleibt, sind gegenseitige Vorwürfe. Ja, das Volk Israel ist enttäuscht. Gott hat sein Versprechen nicht gehalten. Er hatte doch zugesagt, das Volk zu beschützen und zu bewahren. Im Prophetenbuch fragt Jeremia zurück: Aber wie sieht's denn bei euch aus? Inwieweit habt ihr euch denn vertragstreu verhalten? Und er legt offen, was schief lief, wo das Volk vertragsbrüchig geworden ist. Vertragsverletzungsverfahren könnten sich jetzt anschließen. Und die Frage, wer trägt die Schuld? Erfahrungsgemäß nimmt so ein Streit kein gutes Ende. Eine gütliche Trennung muss doch jetzt das Ziel sein. Wie bei einer Ehescheidung könnten jetzt die Scheidungsformulare unterschrieben werden. Und jede geht jetzt ihre Wege. Damit wäre dann das Kapitel Gott und Volk Israel abgeschlossen, abgewickelt, zu den Akten gelegt. So wäre es gewesen, wenn nicht von Seiten Gottes ein Neuanfang gewagt würde. Gott bietet einen neuen Bund an. Statt schmutzige Wäsche zu waschen, fängt alles neu an. In seltenen Fällen kommt es dazu, dass zwei sich nach der Scheidung wiederfinden, neu anfangen, ja vielleicht sogar wieder heiraten. Sie gehen eine neue Ehe ein. Obwohl es die gleichen Partner sind, die eine Geschichte miteinander haben, die ist ja nicht vergessen, aber man knüpft nicht an alte Verletzungen an, sondern entdeckt sich gegenseitig neu. Gott bietet dem Volk so einen Neuanfang an. Kein Blick zurück in die Vergangenheit, sondern nach vorn, in die Zukunft. Viermal findet sich in unserem Bibelabschnitt die Wendung Spruch des Herrn oder der Herr spricht. Und viermal das Wort Bund. Gott
gibt Israel nicht auf. Versucht es noch einmal mit ihnen. Diesmal allerdings auf einer anderen Grundlage. Der Bund hat eine neue Qualität. Es ist ein Bund, dessen Inhalt in die Herzen geschrieben wird. Ich nehme mir etwas zu Herzen. Es lässt mich nicht kalt, sondern ich bin mit dem Herzen dabei. Niemand braucht mich dann belehren, mich ermahnen und zurechtweisen, mir auch nicht mit Sanktionen drohen, falls ich mich an Vereinbarung, Gesetz und Ordnung nicht halte, sondern sie leuchten mir ein, sie sind mir wichtig, liegen mir am Herzen. Ich bin Feuer und Flamme, ich brenne für die Sache. Sie leuchtet mir ein, denn ich habe erfahren, dass Gott es gut mit mir meint. Es geht nicht darum, dass ich noch etwas leiste, neben all dem anderen, was ich ja im Alltag leisten muss. Hier nimmt mich etwas gefangen, erfüllt mich und mein Dasein, lässt mich nicht mehr los. Die Frage, ob ich die Vereinbarung einhalten muss oder nicht, stellt sich für mich gar nicht. Es ist ganz selbstverständlich, dass ich mich daran halte. Denn damit dieser Vertrag zustande kam, hat mein Vertragspartner alles gegeben. Es ist ihm eine Herzensangelegenheit. Das ist uns an Karfreitag und Ostern deutlich geworden. Aber hat es damit unsere Herzen erreicht? Vertrauen wir Gott, sodass wir uns auf seinen Vertrag, seinen Bund einlassen? Bei den Jüngern Jesu musste damals noch viel passieren. Denn bei ihnen ist da Verwirrung, Angst und Nichtverstehen. Es brauchte eine weitere Initiative Gottes, ein Eingreifen von ihm. In einer Woche, liebe Gemeinde, feiern wir Pfingsten. Erzählt wird, wie an diesem Tag Menschen sich aus der Deckung wagten, begeistert von Gott erzählten, wie Gott einen Neuanfang mit den Menschen machte. Er hat die Herzen erreicht. Und jetzt, mit dem Herzen, sehen wir erst gut. Sie erkennen, wer Gott ist, wer er für uns ist. Er zeigt sich als der Immanuel, der Gott mit uns. Das Projekt Herzensbildung läuft seitdem. Menschen lassen sich von dieser Botschaft anstecken. Es verändert Herzen, öffnet den Horizont. Wir erwarten noch etwas. Pfingsten ist nicht der Endpunkt, sondern jetzt geht es weiter. Das Schreiben auf den Herzen schreitet voran. Gott arbeitet an unseren Herzen. Gebt Acht, die Zeit wird kommen. So beginnt unser Predigttext. Da ist also etwas ins Rollen gekommen. Gott selbst hat die Dinge ins Rollen gebracht. Das ist ja noch nicht abgeschlossen, sondern das geht ja weiter. Wie weit will ich mich darauf einlassen? Will ich mich mitreißen lassen? Ich erkenne, erfahre, Gott meint es gut mit mir. Warum sollte ich mein Herz davor verschließen? Amen. Folgendes möchte ich euch gerne mitteilen. Die Kollekte ist diesen Sonntag für das Ailarus-Werk in Gildehaus bestimmt.
Mit ihren dezentralen Jugendhilfe werden mehr als 700 Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene sowie Familien betreut, geschult und behandelt. Der Gemeindebrief wird in den nächsten Tagen verteilt. Vielleicht ist er auch schon bei euch angekommen. Dort findet ihr nähere Informationen über den Gottesdienst am Pfingstsonntag und Montag hier in der Kirche. Braucht ihr noch Kontodaten oder weitere Informationen, schaut einfach auf unsere Homepage www.altreformiert-oelsen.de. Dort findet ihr auch den aktuellen Grenzboten, Jugendboten und Gemeindebrief. Die heutige Predigt und weitere Zeitschriften liegen hinterm Gemeindehaus aus. Ein Dankeschön nochmal an Siegfried Kluth, ein Dank auch an Helga Beuke an der Orgel, an die Männer des Singkreises für die Begleitung der Lieder, an Merle, Bente, Janne, Annemarie, Mika und Moritz fürs Interview, an Hanna Blomendahl und Jana Lechtenborg für die Musik und an die Kamerafrau Tabea Baus. Kommen wir noch einmal im Gebet vor Gott. Gott, wir bitten dich, schreib auf unser Herz, dass wir dir vertrauen können, weil du es gut mit uns meinst, wir nicht verloren sind, sondern von dir geliebt und gewollt. Gib, dass diese frohe Botschaft unsere Herzen erreicht, dass sie uns ausfüllt, wir sie uns zu Herzen nehmen. Nimm uns mit auf deinen Weg mit den Menschen. Schreibe auf unseren Herzen, damit wir uns verändern und aus vollem Herzen so leben, wie du es willst. Wir nennen vor dir die Not, damit es auch unsere Herzen erreicht und wir nicht gleichgültig und abgestumpft daran vorbeigehen. Denn wie ein Brennglas zeigt der Virus uns all die Schwachstellen in unserer Gesellschaft und weltweit. Wo Menschen ausgebeutet werden, unter Armut leben, da hat der Virus alle Möglichkeiten. Er trifft vor allem die Schwächsten und legt die Ungerechtigkeit in der Welt offen. Gott, lass die Kirche Anwältin der Schwachen sein. Wir bitten dich für die Kirchen und christlichen Gemeinden in den armen Regionen Afrikas, Asiens und Südamerikas, die in dieser Zeit besonders herausgefordert sind, auch bei der medizinischen Versorgung der Menschen. Wir bitten dich für die Regierenden und allen Verantwortlichen der Welt. Gib ihnen Weisheit und Augenmaß bei ihren Entscheidungen. Stärke sie gegenüber allen ungerechten Anfeindungen. Wir bitten dich für alle, die unter den Folgen des Lockouts auch in unserem Land leiden. Die Familien mit kleinen Kindern, die Inhaberinnen von kleinen Geschäften, die Bewohnerinnen der Pflegeheime, die Menschen, die jetzt von Kurzarbeit und Entlassung betroffen sind, alle, die in diesen Tagen Menschen betreuen, pflegen und heilen. Hilf uns als Gemeinde dabei, wieder Tritt zu fassen mit den Gottesdiensten, die kommende Woche wieder beginnen. Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben.
Geht in die Woche mit dem Segen des Herrn. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Yeah.